Hi, ich bin Rena von dieschatzmeisterin.com und dies ist euer Kanal für Wohlstand, Mindset und Freiheit. Und heute gibt es wieder mal ein Reaktionsvideo und zwar geht es heute um den wunderbaren japanischen Autor Ken Honda. Der hat Happy Money geschrieben. Das ist ein ganz tolles Buch, das alles vereint, wofür ich eigentlich auch stehe. Also Finanzen, finanzieller Erfolg und das eben kreiert durch das Mindset. Und in seinem Buch beschreibt er eben, dass ganz viele Leute, ganz viele Menschen Ängste haben, Vorurteile, was Geld betrifft. Und ja, am besten fangen wir auch gleich schon an. I think most of us, the biggest problem I think, especially today, is that we are so afraid of money. And so as much as we want money, we are so scared of it. Why do you say that? I think that hit me as very counterintuitive. Why do you think people are scared of money? It's because of a money trauma. I call it money wounds that we've had since our childhood. We used to have some, unless your parents are perfect, and unfortunately it's not the case. Genau, und was er jetzt als erstes eben auch schon in seinem Buch beschreibt, ist, also er nennt es Geld, Money Wounds, Geldwunden, die man ja so durch die Erziehung und durch sein Umfeld schon in der Kindheit eben, ja, man muss sagen, aufsaugt, weil als Kind, als Kleinkind ist man ja wirklich, ja, ich sag mal, der Umwelt ausgesetzt und man lernt ja durch das Wiederholen und durch das Beobachten. Und so bauen eben viele ja, eine negative Resonanz zu Geld auf, weil sie das eben in ihrem Umfeld so mitbekommen und so hören. In any culture, so we've been scolded about money. You know, we spend too much, we wasted the money, or we denied a karate lesson or soccer lesson or a ballet lesson or piano lessons because it's expensive. Some of my friends were taught, you are not worth it. Well, that's it. Genau, das ist ja auch ein Glaubenssatz, den ganz viele haben, dass man irgendwie nichts wert ist oder dass man auch das Geld nicht wert ist. Und ja, es kommt immer wieder auf unsere Glaubenssätze zurück. Also so, wie wir über Geld denken, ja. Like, that's a big blow. So we've been denied so many times around money. So that's why, as much as we want money, because we feel money can buy happiness, or money can buy at least freedom, but at the same time, money have been abused us for so many ways. So as much as we want to get close to it, but if we get too close to it, we get burns or like hurt. So for a lot of people, money is a mystery person. Genau, also er beschreibt eben, dass für viele Menschen Geld wie eine Art geheimnisvolle Person ist, also an die sie nicht wirklich rankommen. Und für mich ist Geld Energie, die wir zum Fließen bringen. Also so wie wir über Geld denken, so wie wir damit umgehen, das ist eben eine Energie. Also wir bringen es zum Fließen, es fließt natürlich auch von uns weg, aber es fließt auch wieder zu uns zurück. Und das ist eben wichtig, dass man positiv über Geld denkt und positiv über Finanzen. You have to start watching your language. My mother used to say that. And then around money especially, a lot of people say like, you know, I was ripped off. So there are so many negative language around money. Ja, die Worte, die wir benutzen, sind wirklich sehr wichtig. Also die Art und Weise, wie wir sprechen, das hat jetzt auch nicht wirklich nur mit dem Geld zu tun, das ist allgemein die Sprache, die wir benutzen. Also das kommt ja auch von Coué, wenn euch das was sagt, ja, Emile Coué, der hat ja diese Affirmationen eben, die ich ja auch in meinen anderen Videos in Finanzzen oder in dem Zitate-Spezial, die ich da auch benutze. Und das sind jetzt keine festen Affirmationen von Emile Coué, sondern die kann sich jeder selbst eben ja, ausdenken und für sich, für sein Leben eben kreieren. Und wenn wir Dinge ganz oft hören und uns vorsprechen, dann setzt sich das in unseren Gedanken fest und in unserem Gehirn. Und je öfter wir was hören, desto mehr, klingt komisch, glauben wir das dann auch und handeln dann dementsprechend. Deshalb
passt auf, was ihr sagt und wie ihr es sagt. And my mentor Wahe said, you have to use positive words around money. Otherwise, money will not like you. And I thought it's very cute, you know. And then in my book, I talk about what if money were a person, who would it be like? Is that person a gentle person? Ja, das würde mich auch mal bei euch interessieren. Wenn Geld eine Person wäre, welche Person wäre das dann? Genau. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Person or angry person. So just, you have to pay attention to how you relate to money. If you just feel like money is just a thing, like you don't care. But if you don't care, you end up being in debt. So you have to be very careful and respectful for money. Ja, das finde ich auch ganz toll, das so zu sagen, dass man Geld eben auch respektieren muss und dass es eben wichtig ist, wie man damit umgeht. Some Japanese people, actually one of my students, made futon, bed for a wallet. It's so cute. Das ist wirklich so bezeichnend für die Japaner. Also ich war ja auch schon ganz oft in Japan. Das ist ein wundervolles Land. Ich liebe diese Menschen und diese Kultur einfach. Genau, einer seiner Studenten hat ja für seinen Geldbeutel so ein kleines Futonbett aus Holz gebastelt. Das zeigt einfach, wie ja, kreativ und respektvoll eben Menschen umgehen. Und ja, in Japan findet man das ganz oft. Also die Leute da sind einfach sehr, einfach haben auch so ein bisschen den minimalistischen Gedanken, glaube ich, verinnerlicht und sind einfach ausgeglichen und ruhen in sich. To show respect, while I rest, please, money and credit cards, please rest here too. So it's like a little bed, like a cat bed, and then you're supposed to put your wallet into the bed. So it's just a metaphor, but unless you show respect to money, and the money coming in, money going out, both ways, you cannot feel peaceful around money, especially this hard time of economy. You have to really pay close attention to your emotions. And most of us are so controlled by anxiety and fear around money. That's why we do things which are not really true to us in order to survive. So since we've been abused, we feel like we've been abused by this person, we're a little scared of this person, right? So I think the first step is actually the step that my mentor Wahe Takeda taught me. That is, arigato your money. Thank your money. Ja, und Ken Honda hat ja ganz viele Millionäre und Milliardäre in Japan interviewt und einer seiner Mentoren ist ja Wahe Takeda. Das ist ein, ich sag mal, der japanische Warren Buffett sozusagen. Und der hat ihm eben das beigebracht mit dem Arigato. Arigato heißt einfach Danke auf Japanisch. Und es ist eben so, wenn Geld ihn verlässt, sagt er immer Arigato, also Danke. Und wenn er Geld bekommt, bedankt er sich eben dafür auch. Und Dankbarkeit ist eben auch eine Sache, die mal ganz fernab von Geld und Finanzen jeder generell in sich tragen sollte. When money comes in, either in a form of government check or a salary or commission or whatever the money you receive, you say, thank you, arigato, thank you, money, for coming in. Because in these days, it's so rare to find you and then and pay you. Somebody pays you, right? It either could be government or your husband, wife, or your clients. There are so many other people who do the similar job that you do, but they chose you to pay you. So like there are millions of reasons to appreciate for the money. So when money comes in, just say, thank you, or arigato, or danke, or seishi, or whatever your language, or merci, And then when you spend money, also arigato, because you're getting something for the money. Genau, also egal welche Sprache, hier kommen wir wirklich wieder zu den Wörtern und zur Sprache, wie du eben deine Sprache, deine Wörter benutzt. Also Dankbarkeit zeigen,
durch eben das Aussprechen, laut aussprechen, danke, vielen Dank, dass du Geld in meinen Geldbeutel gekommen bist und ich danke dir auch, dass ich genug Geld habe, um es eben auszugeben. Ja. And what he said, arigato in, arigato out. So it's almost like a karate. Da fällt mir gerade ein, ich mache ja auch schon seit Jahren mit meinem Schatzmeister ein Dankbarkeitsritual. Das machen wir jeden Abend vor dem Zu-Bett-Gehen. Da nennen wir einfach Dinge, die an dem Tag gut gelaufen sind, schön war, für die wir dankbar sind. Das können ja, Sachen, Dinge sein, die einem eben widerfahren sind, dass man sagt, okay, ja, der Tag ist heute gut gelaufen, ich habe heute den und den Vertrag abgeschlossen. Es können aber auch ganz banale Dinge sein, wie dankbar sein für das Essen, das man heute hatte, dankbar sein für das Vogelgezwitscher, das man früh morgens gehört hat bei dem offenen Fenster. Also Dankbarkeit hat wirklich, ja, ist wirklich eine tolle Sache und das sollte jeder in seinen Tag, in seine Tagesroutine implementieren. I keep teaching, you know, walks in, walks out. So he said, arigato in, arigato out, if you do it for 2 months and then come back. So like, oh, I wanted to have some stock tips or like investment tips, or I expected something different. But the thing I got is arigato in, arigato out. And I practiced for 2 months and I felt genuinely happier. So I recommend anybody. Das ist eben dieser Ansatz. Ken Honda hat sich eigentlich jetzt Investment-Tipps erwartet. Das ist auf jeden Fall auch gut und das braucht man. Man braucht das Wissen, man muss sich finanziell weiterbilden. Aber ein großer Punkt ist eben auch diese spirituelle Komponente. Also, dass man eben ja, dankbar ist, dass man Affirmationen benutzt. Meditation ist auch ein großes Thema. Also, die ganz viel große, erfolgreiche Menschen, Investoren meditieren täglich. Und ja, ich würde sagen, das kann dann einfach nicht verkehrt sein. You know, just try it at least, because it doesn't cost you anything. And once you start appreciating money coming in, money going out, you start appreciating about other things. Genau, das war auch ein super, super Hinweis. Also es kostet eigentlich nichts, dankbar zu sein oder eben mit seinem Mindset eben zu arbeiten. Das ist komplett gratis, it's free. Man sollte es versuchen und wenn es für einen okay ist, dann weitermachen. Wenn nicht, dann einfach lassen. So this arigato in, arigato out opens a door to a new life, which is full of appreciation. And I think we definitely need that. Wahe said, appreciation melts fear and anxiety. So if you start and if you keep appreciating money coming and going out, you cannot worry about money at the same time because a human mind can focus one thing at a time. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert gerne den Kanal und kommentiert auch ganz fleißig. Mich würde wirklich interessieren, erstens, ob ihr das Buch kennt und zweitens, ja, ob ihr schon irgendwelche Affirmations-Meditationstechniken benutzt. Ja, kommentiert ganz fleißig. Ich freue mich auf euch. Und jetzt zum Schluss. Paradiesische Grüße und bis zum nächsten Mal.